So, wer ist, okay, ihr drei haben wir schon. Am Ende wird sicher wahrscheinlich noch Zeit bleiben, wenn jemand noch einen anderen spontanen Lightning Talk halten möchte. Kurz, was ist ein Lightning Talk? Die Regeln sind, es kann jeder teilnehmen. Die Zeit ist limitiert auf 5 Minuten. Dafür haben wir da eine Uhr, die dann zuerst grün ist, dann gelb wird und dann rot wird und dann ist die Zeit aus. Und die Idee ist, dass die Zuhörer halt dann innerhalb von kurzer Zeit halt über verschiedenste Themen einen kurzen Einblick bekommen können. Okay, damit möchte ich das Mikrofon übergeben an den ersten Kandidaten. Okay, Claudia ist noch nicht da, dann Reinhard bitte. Oder hast du was dagegen, wenn ich dich zurückstufe, weil die anderen beiden, da habe ich die PDFs bei mir jetzt schon drauf, ne, genau, damit wir die Anzahl der Umsteckereien uns ersparen. Okay, dann Richard bitte. Ups. Okay, dann der. Okay, dann machen wir deines zuerst. Ah, dann machen wir deines zuerst, Bernhard. Sorry jetzt für die kurzfristige Umdisponierung. Genau, mit Leertaste dann weiterdrücken oder wie auch immer. Okay. Also Mikrofon passt. Okay, danke. Bitte vor dem Mund halten. Ich mache jetzt später so. Genau, ja. Das Mikrofon vor dem Mund halten und wenn du nach Genau. hinten oder nach vorne schaust. Also Bildschirm ist im Klonmodus. Wunderbar. Bildschirm ist im Klonmodus, alles was hinten ist, ist auch da. Herrlich, herrlich. Und eher Gut. leer vor dem Gut. Ja, dann fange ich gleich an. Ein ganz kurzer Lightning Talk. Ja. Es sind 2 Stück Software, die ich in den letzten Monaten entweder geschrieben oder jetzt einen großen Teil davon geschrieben habe, die ich euch kurz vorstellen mag. Der Anwendungszweck ist prinzipiell Social Media, was überraschend ist, aber ja, auch im Realraum nutzen wir das ein bisschen. Das war auch prinzipiell der Anlassfall. Es ging darum, wie macht man es den Mitgliedern, die natürlich verschiedenste Kommunikationsmedien verwenden und sehr App-Install-resistent sind, es leicht, schnell mal News zu posten, den Leuten zu zeigen, ja, was gibt es denn Interessantes im Realraum zum Beispiel, ein schnelles Bild, ein paar Zeilen dazu und dann soll das am Kiosk auftauchen zum Beispiel. Das ist dann. Das Social Netzwerk der Wahl war dann Mastodon. Und die beiden Stück Software, die ich geschrieben habe, war A, der Mastodon Boostbot. Das Teil funktioniert eigentlich sehr ähnlich wie Tootsuite, nachdem es bei Mastodon keine Gruppenaccounts gibt, war die Idee, gut, man hat einen Bot. Der ist der Realraum-Account zum Beispiel, der folgt anderen Leuten auf Mastodon und schaut, okay, posten die mit dem Hashtag, einem konfigurierbaren Hashtag, zum Beispiel Realraum oder R3. Und wenn das so ist, dann wird das einfach geboostet und landet im Stream von Mastodon. Und weil es einfach ist, kommt auch gleich ein CC auf Twitter. Und dann sieht man es im Stream, kann man es im Kiosk einbinden, kann man es im WordPress-Stream einbinden und auf Twitter ist es auch, als ob es der Realraum gepostet hätte. Das bisschen visualisiert schaut es dann so aus. Man postet selber mit dem richtigen Hashtag einfach ganz normales Posting. Das wird dann als Realraum-Account geboostet, dann sieht man auch, wer es war. Allerdings taucht es dann eben auch im Stream auf und für Twitter so, als ob es der Realraum selbst gepostet hätte. Damit hat man so eine Access Control, indem man sagen kann, okay, ich folge den Leuten jetzt, die dürfen posten und die können dann durch Verwendung des Hashtags entscheiden, ob ihr Posting weitergeleitet wird, als offizieller Account veröffentlicht wird oder nicht. Aber nicht jeder will natürlich die Mastodon-App installieren oder Mastodon überhaupt nutzen. Was aber bei uns alle haben, oder sehr viele, ist das Matrix-Chat-Netzwerk. Also Matrix, vielleicht kennen es manche euch unter Riot, was eigentlich nur der Client ist. Und deswegen gab es da diese schöne Software vom Qubit namens Maisette. Und die habe ich ein bisschen erweitert, dass sie auch den Stream wie den IRC zurück anzeigen kann, Bilder posten kann und auch wieder Tweets löschen kann, rebloggen kann.
Und das Ganze funktioniert im Prinzip so. Wir haben jetzt einen Invite-Only-Raum auf Riot. Da kann man Bilder hochladen, kann man Tweets schreiben, kann man Tweets liken oder auch Tuts. Das wird dann einfach als Mastodon und Twitter Realraum-Account veröffentlicht und fertig. Ja, weil Mastodon und Twitter bis zu 4 Bilder unterstützen, kann man auch einfach 4 Bilder im Channel hochladen. Die letzten 4 Bilder, die man hochgeladen hat, natürlich als gehashter Dateiname gespeichert, wird dann einfach mit dazugebaut zum Status und fertig. Und sollte ich die Message im Channel dann redacten, wird natürlich auch der Tut und der Tweet wieder gelöscht. Ja. Kann ja sein, dass ich mich vertan habe oder dass ich ein User. Und natürlich nur für die eigenen Postings, klarerweise. Genau. Wie allerdings kann das zum Teil noch ein Ding mehr. Es abonniert auch Streams und Hashtags von Mastodon und schreibt sie dann in beliebige Matrix-Kanäle, Räume, was natürlich auch IRC-Bridge-Räume sind. So gibt es zum Beispiel, wenn irgendwer was postet, dann taucht das auch bei uns im IRC-Kanal auf. Mit Bildern und Links und Text, was meiner Meinung nach den Informationsfluss deutlich fördert. Also irgendwer postet ein Bild, oh, schau, ich mache gerade ein schönes Projekt, das Ganze läuft auf am Stream in Mastodon, der wird am Kiosk angezeigt, das Ganze landet wieder am IRC-Kanal und die Leute haben ein bisschen einen Überblick, was im Nebenraum passiert oder woran andere Leute gerade arbeiten. So, last but not least, der Informationsfluss. Der Controlling Room, ich poste was, es wird auf Mastodon und auf Twitter gepostet. Wenn es auf Mastodon auftaucht, kommt es dann nochmal in den anderen konfigurierbaren Raum. Und ja, dann haben wir es überall. Das ist es. Moment, ja, kriegen wir sofort hin. Das ist jetzt direkt der Ausgang, so wie ich es verstanden habe. Also während das jetzt hier gleich startet, kann ich ja schon mal ein paar Worte zu mir erzählen. Mein Name ist Reinhard Mutz, ich bin Präsident von WPIA. Man kennt uns hier in Graz, denke ich, weil ich bin die letzten 2 Linux-Tage auch entsprechend aufgetreten. Wir haben einen Stand im Raum 18. Wir errichten zurzeit einen Trust Service Provider mit dem Ziel, digitale Zertifikate kostenfrei für jedermann verteilen zu können. Wir haben eine relativ komplexe Struktur. Und auf dem letzten CLT, jetzt im März, bin ich interviewt worden. Und das dauert 4 Minuten.
Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo wir das hier haben. Das ist hier unten. Und dann wünsche ich erst einmal viel Spaß. So, ich kann mich dann auch erstmal hier setzen und zugucken. Das ist schlecht. So. Moment. Ja. So, Anzeige und Monitor. Den brauchen wir. Nee, das ist der. Oh Gott. Nee, der hängt an einem anderen. Haben wir irgendwo ein Kabel? Ja. Bitte? Nur die Lautstärke. Oh ja, dann müssen wir die mal eben annehmen, ja. Die geht eigentlich. Ja, machen wir es mal richtig hier. So. Ah, gut, danke. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Munz. Ich bin Präsident von WPIA. Das spricht sich World Privacy and Identity Association mit Sitz in Graz in Österreich. Unser Ziel ist der Aufbau einer sogenannten Certificate Authority und die Verteilung von Zertifikaten nach dem Standard ESMAN. Wir haben vor, diese Sachen auch für gewerbliche Nutzer zu einem niedrigen Preis zur Verfügung zu stellen und haben bislang eine Organisationsstruktur geschaffen, um diese ganzen Arbeiten auch leisten zu können. Zu der Organisationsstruktur gehört der Verein WPIA, es gehört dazu der Deutsche Förderverein WPIA, es gehört dazu in Österreich ansässig, in Graz ansässig, eine GmbH namens WPIA GmbH, das ist unser Operations Center, und jetzt im Dezember gegründet eine entsprechende Genossenschaft zur Aufnahme von gewerblichen Kunden. Mitglieder der Genossenschaft erhalten bei uns das Anrecht, Zertifikate im Block zu einem günstigen Preis zu erwerben, und schrieb da einen Preis vor, umgerechnet von rund 1 Euro. Sie werden benutzt, um beispielsweise E-Mails zu signieren oder auch zu verschlüsseln, um Dokumente zu signieren, um Code zu signieren und nachzuweisen, dass derjenige, der das Zertifikat in Verkehr gibt, auch tatsächlich der Gesprächspartner ist, den man erwartet. Es hat sich die UNO mit einer Arbeitsgruppe, genannt UNCI3, dem Thema bereits gewidmet. Und sie haben sehr viel geschrieben zu den juristischen Betrachtungsweisen solcher Sachen. Es ist also möglich, mit einem Zertifikat beispielsweise rechtsgültig Verträge zu unterschreiben, auch wenn die Parteien sich nicht gesehen haben und auch nicht in dem Sinne persönlich kennen. Wir streben an, jetzt durch ein Audit mit dem deutschen TÜV-Geschäftsstelle Essen die Zertifizierung zu erreichen, damit Voraussetzungen geschaffen werden, auch in die Trustlist der Browser aufgenommen zu werden. Und in dem Zusammenhang suchen wir motivierte Mitarbeiter, Leute, die motiviert sind, in einem Open-Source-Projekt ihr Wissen einzubringen und eben auch zu helfen, dieses Projekt auf dem Markt zum Erfolg zu führen. Die Tätigkeitsfelder reichen von der Programmierung bis zur Dokumentation und darüber hinaus zur Mitarbeit im Aufgabenbereich der CA selbst. Dazu gehört auf der technischen Seite der Aufbau der Infrastrukturserver und auf der anderen Seite gegenüber dem Publikum, gegenüber dem interessierten Publikum, eine Tätigkeit als Registration Agent beispielsweise, beziehungsweise auch als Validierer. Es ist wichtig,
gerade im Bereich Umfeld der Zertifikate, dass der Kandidat für ein Zertifikat sich tatsächlich ausweist. Dazu bedarf es gewisser Kenntnisse. Man muss sich zum Beispiel mit den verschiedenen Ausweisen, die in verschiedenen Ländern existieren, vertraut machen. Man muss sich mit dem Kandidaten treffen. Es ist aus unserer Sicht notwendig, dass sich der Registration Agent und der Kandidat unter vier Augen treffen und dann die Daten dementsprechend auch austauschen und die anschließend auch geprüft werden. Das Ganze erfordert eben einen ganzen Haufen, sagen wir mal, Interesse auf der einen Seite, ein gewisses Engagement und eben auch vor allen Dingen Motivation, auch Begeisterung für das Projekt. So, der TÜV hat uns zugesagt, bis Ende Juli die Dokumentenprüfung durchzuführen. Danach geht es ins Rechenzentrum und die Prozesse werden durchgespielt. Und wer mehr Fragen dazu hat, wir sind im Raum 18 im Energiezentrum. Der Name ist sehr treffend, finde ich persönlich. Und ihr seid herzlich eingeladen, bei uns am Stand vorbeizukommen. Ihr könnt euch das Video dort auch nochmal anhören. Wir haben auch Bluetooth-Kopfhörer. Da kommt der Ton sehr sauber rüber. Dankeschön für die Aufmerksamkeit und viel Erfolg für die weiteren Stunden. Also bitte abbauen und der nächste bitte. Das kannst du gerne mit dem Laptop kommen, weil so viel Zeit haben wir. Ich glaube, ich habe einfach falsch kopiert. Wird offen? Okay, passt. Okay, danke schön. Sorry für die Verzögerung. Es ist nicht so einfach, Datei zu kopieren anscheinend. Mein Vortrag ist ein bisschen vielleicht als Fortsetzung von einem Vortrag am Vormittag, wo es um die Neo-Tastaturbelegung gegangen ist, wo man aber schon sehr genau gesehen hat, dass man sehr viel Aufwand treiben muss, um sich ein neues Tastaturlayout zu gewöhnen. Und es gibt auch Alternativen, die sogenannte Europa-Tastatur. Und da kann man eben zusätzliche Zeichen auf der Tastatur eingeben, ohne dass man umlernen muss. Und was ist eigentlich das Problem? Also die deutsche Tastaturbelegung ist ja mal grundsätzlich nur für Deutsch und natürlich auch für Englisch geeignet, weil es in Englisch eben keine Umlaute oder andere Sonderzeichen gibt. Es fehlen aber schon grundsätzlich einige Zeichen, die man normalerweise für korrekte Schreibweise braucht, zum Beispiel typografisch korrekte Satzzeichen, also das Hochkomma unten und oben, oder auch Bindestriche verschiedener Länge. Und dafür gibt es eben verschiedene betriebssystemspezifische Erweiterungen dieser Tastaturbelegung und das erhöht aber eigentlich den Ärger, weil zum Beispiel der Klammeraffe oder das große scharfe S ist auf einer Mac-Tastatur ganz woanders als auf einer PC-Tastatur. Und eine Lösung, um zusätzliche Zeichen eingeben zu können bei einer Tastatur, ist eben, dass man zwischen verschiedenen Belegungen umschaltet. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass man dann nicht nur zusätzliche Zeichen kriegt, sondern die Gesamtbelegung sich ändert. Also das bekannte Problem zwischen QWERTY und QWERTZ, wo man ständig hin und her denken muss, aber auch zum Beispiel Satzzeichen sind unterschiedlich. Und als Alternative gibt es kompatible Erweiterungen der deutschen Tastatur und das definiert in einer DIN-Norm, wie es halt üblich ist. Und die definiert eben verschiedene deutsche Tastaturbelegungen, die heißen dann T1, T2, T3.
Wobei T1 ist die normale, bekannte PC-Tastatur, T2 ist eine erweiterte und T3 ist wieder eine Erweiterung der erweiterten. Und im letzten Jahr ist eben die Norm überarbeitet worden. Seitdem heißen die Tastaturlayouts E1 und E2, wobei E1 T2 entspricht, damit es nicht zu einfach wird. Und funktionieren das Ganze, indem es einfach zusätzliche Tottasten gibt. Also das sind Tasten, wo man erst eine zweite Taste drücken muss, damit irgendwas am Bildschirm erscheint. Und dadurch erreicht man aber, dass man jetzt wirklich alle Zeichen aller lateinischen Schriften Europas eingeben kann. Deshalb auch der Name Europa-Tastatur. Und eben auch zusätzlich Satzzeichen, Sonderzeichen, Ligaturen und so weiter. Details sind auf Wikipedia und von dort ist auch diese Belegungstabelle oder diese Belegungsmatrix. Und da sieht man, im Prinzip ist es dieselbe Belegung wie die normale deutsche Tastatur, nur sind halt die bisher ungenutzten Alt-GR-Kombinationen durch zusätzliche Zeichen oder Tottasten erweitert worden. Also hier zum Beispiel einige Eingaben, die man machen kann, um diese zusätzlichen Zeichen zu erreichen. Bekannt, die ersten zwei sind eh schon üblich bei einigen anderen Tastaturbelegungen. Man kann zum Beispiel das Caret gefolgt von einem Buchstaben eingeben, dann kriegt man eben den Buchstaben mit einem Dach. Oder man gibt diesen Xaograph ein und dann einen Selbstlaut und dann kriegt man hier zum Beispiel das französische E. Und zusätzlich gibt es eben jetzt zum Beispiel das Alt-GRW, das steht für den tschechischen Hacek bzw. slowakischen Mekčen. Dann kriegt man eben ein, und wenn man darauf einen Konsonanten schreibt, dann kriegt man diesen Konsonanten mit eben diesem Hackerl drauf. Ähnlich ist es mit Alt-GAO, gefolgt durch einen Buchstaben, dann kriegt man den Buchstaben mit einem Ringerl drauf, also hier mit dem A wird es zum schwedischen O, oder Alt-GAU und U wird zu diesem U-Brev, also es ist ein Halbvokal. Und dann gibt es eben die zusätzlichen Zeichen, die keine Tottasten sind, die man aber auch jetzt inzwischen gut brauchen kann, zum Beispiel Alt-GAH enthält das große scharfe S, oder Alt-GR5 und 6 enthalten das umgedrehte Rufzeichen und Fragezeichen, wie man es im Spanischen braucht. Und Alt-GRN enthält einen bisschen längeren Bindestrich, als man normal über das Minus kriegt. So, was braucht man softwaremäßig? Im Linux ist es zum Glück recht einfach. Man wählt unter den verschiedensten deutschen Tastaturbelegungen die mit T3 aus. Es ist eben diese Erweiterung der T2-Tastatur, die alles enthält, was eben hier bei T2 definiert ist. Hardware, man kann grundsätzlich jede beliebige Tastatur verwenden, dann muss man sich halt auswendig merken, was die zusätzlichen Kombinationsmöglichkeiten sind. Es gibt aber auch erhältliche Tastaturen, wo diese Beschriftung erweitert worden ist. Also meines Wissens ist das derzeit die einzige, die man kaufen kann. Ich kann es dann nachher durchgeben, falls wer anschauen will oder im Nachhinein auch ausprobieren auf meinem Laptop. 20? Ja, perfekt. Das war es dann auch schon und hier einige schöne Beispiele, was man halt alles ohne Umschalten mit dieser Tastaturbelegung schreiben kann. Dankeschön. Angesprochen war. Okay, Mikrofon und Tontest bitte. Interessant habe ich dabei gefunden, die Formulierung, dass es uns nicht darum gehen darf, bestehende Geschäftsmodelle zu schützen, sondern dass es uns darum gehen muss. Okay, du musst noch umschalten, dass der Mikro aufgeht. Warte mal, wir müssen ausgerüstet schon umschalten. Wo war das nochmal? Kleinmodul. Also, warte mal, Hintergrund bitte schon.
Nein, eigentlich die. Okay, in der Zwischenzeit gibt es vielleicht jemanden, der danach spontan einen Lightning Talk halten möchte? Okay, eins, zwei. Okay, werden wir sicher noch Zeit dafür haben. Hurra! Okay, bitte in dieses Mikrofon sprechen und so halten und nicht weghalten vom. Okay, gut. Ja, hallo, mein Name ist Claudio Schiesel. So, diese Einstellung werden jetzt natürlich weiter behalten. So, anwenden. Ja, anwenden. Schließen. Gut, mein Name ist Claudio Schiesel. Ich bin vom Blog insidepolitics.at. Und ja, bitte ignoriert da unten, dass da vermintes YouTube 2.0 steht. Das habe ich heute schnell mal die alten Folien genommen. Vom letzten Jahr. Heute geht es um das Thema Bürokratiemonster-Klarnamenpflicht. Kurze Erklärung, wer sind wir? InsidePolitics.at ist ein freier Blog, bestehend aus einem Team von knapp einem halben Dutzend Leuten, die sich mit Politik einerseits aus der Innenansicht beschäftigen und andererseits sehr stark auch mit dem Thema Medienpolitik. Und es geht darum, seit kurzer Zeit gibt es das Thema, man möge doch im Internet eine Art Ausweispflicht-Vermummungsverbot einführen. Und wir haben uns damit wieder mal mehr auseinandergesetzt als etliche andere Medien und mir sind da halt diverse Dinge aufgefallen. Kurzer Prolog, wir haben jetzt 152 Jahre lang Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in Österreich, also es hat schon in der Monarchie angefangen, dass man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie Leute in Wort, Schrift und Druck oder bildlicher Darstellung ihre Meinung eben äußern dürfen. Das war von der Karikatur bis zum kritischen Kommentar alles möglich. Und hier spielt auch der letzte Satz eine ganz große Rolle, nämlich: Die Presse darf weder unter Zensur gestellt noch durch das Konzessionssystem beschränkt werden. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung. Aber das Internet ist Neuland. Ich glaube, der Spruch ist durchaus bekannt. Was soll jetzt diese Klarnamenpflicht oder dieses Gesetz für Sorgfalt und Verantwortung im Netz bringen? Ja, es soll faire Bedingungen und Bewusstsein für Nutzer und Betreiber schaffen. Das heißt, ich soll in Zukunft zur Verantwortung gezogen werden können, was jetzt auch schon der Fall ist, wenn ich auf einem Blog oder auf einem Forum einen Kommentar schreibe. So, kurze Frage. Wer von euch nutzt solche Möglichkeiten? Doch so wenige. Hätte jetzt mehr gedacht. Wer von euch nutzt Facebook? Es will keiner zugeben. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Also, und Facebook taucht auch hier in diesen Folien dann noch auf. Es geht nämlich darum, die Bundesregierung sagt, ja, Hate Speech, Verleumdungen, Beleidigungen und Fake News soll Einhalt geboten werden. Und Plattformen, die über 100.000 Nutzer im Inland haben, mehr als 500.000 Euro Umsatz machen oder 50.000 Euro an Presseförderung erhalten, die sollen in Zukunft ihre Nutzer mit Adresse, Klarname und Telefonnummer registrieren. So. Frage, wer von euch betreibt ein Forum? Einer. Und da sind wir bei der Sache, die in den Medien nicht angesprochen wurde. Willkommen im Club.
Ich habe eine Webseite mit Kommentarfunktion. Wir dürfen uns dann in Zukunft, wenn wir unser Forum nicht bei forumplattform.de oder so angemeldet haben, dann einmal im Jahr bei der Medienbehörde melden und dort sagen, hey, ich habe weniger als 100.000 Nutzer, 500.000 Euro Umsatz oder 50.000 Euro Presseförderung, die ich bekomme. Und das ist ein Bürokratiemonster. Entschuldigung, wenn da ein ironischer Unterton kommt, aber ich habe mit der Medienbehörde schon den ein oder anderen Blumenstrauß ausgefochten. Näheres dazu könnt ihr auf meinem Blog nachlesen. Jedenfalls, da sind wir jetzt bei dem Punkt, wo es dann langsam aber sicher in den fünf- oder sechsstelligen Bereich geht von Leuten, die das betreffen wird. Weil wenn ich jetzt eine Seite habe, wie zum Beispiel maxmeier.wordpress.com und ich unterhalte mich über das Mountainbiken, dann bin nicht ich der Verantwortliche für die Meldung, sondern WordPress. Ähnliches ist es auch beim Facebook-Forum. Online-Handel oder auch Online-Tauschmöglichkeiten fallen auch nicht darunter. Und ja, ist die Frage, wem nutzt das eigentlich alles? So. Natürlich den klassischen Medien, weil die haben jetzt schon eben etliche Verantwortungen, an die sie sich halten müssen. Und denen ist es lieber, dass sie am besten in einem Glaskasten irgendwo sich auch ins 24. Jahrhundert, wollte ich schon sagen, ins 21. Jahrhundert begeben und wir in dem Glaskasten mitsitzen, weil wir werden dann alle auch dieselben Pflichten, aber nicht dieselben Rechte haben wie alle anderen Medien. Betreiber. Und ich glaube, man sollte sich überlegen, ob das wirklich das Ziel ist. Sobald die Folien fertig sind, stelle ich sie online. Habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß bei den Linux-Tagen. Ja, okay, wer von euch? Ich glaube, ihr habt es ziemlich gleichzeitig aufgezeigt. Ja, was ist der Laptop oder PDF? Das ist mein Laptop. Also, wenn du schnell und weiß wird umschalten kannst. Alex springt in der Zwischenzeit ein, während der Kollege da versucht, den Clone-Modus hinzubekommen. Bitte schön. Hallo, ich bin der Alex Stedile und ich habe jetzt ein ganz kleines Thema für euch. Das wollte ich eigentlich als Abschluss vielleicht bringen. Jetzt ist es der vorletzte Beitrag. Ich mache das mit Kreide und Tafel, ganz klassisch. Das Thema ist, ich habe früher eine Phase gehabt, da habe ich sehr gern Kochrezepte gesammelt. Und man sammelt so und vielleicht kennt ihr das auch und dann hat man irgendwann einen Stapel und später weiß man dann gar nicht mehr, was habe ich jetzt eigentlich für Rezepte und wenn ich jetzt ein bestimmtes gern mal kochen möchte am Wochenende, wie finde ich jetzt dieses Rezept und ich würde nicht immer diesen ganzen Stapel vom Papier durchwühlen.
Als Softwareentwickler kommt man natürlich auf alle möglichen Ideen. Man könnte eine Datenbank haben, man könnte alles irgendwie in eine Webplattform reintun oder man könnte sich im Internet eine Applikation suchen, die das alles verwaltet. Aber da muss man dann Formulare ausfüllen und lauter Daten eingeben und das ist sehr mühsam. Außerdem braucht man dann immer dieses laufende System, entweder irgendeinen Server, der diese Datenbank hostet, oder man muss den Computer anstarten. Das dauert dann wieder 5 Minuten, bis man eingeloggt ist. Das war mir zu kompliziert. Und ich wollte auch gern möglichst wenig Aufwand haben, um jetzt dieses Archiv oder diesen Index, sagen wir jetzt mal, zu pflegen. Drum bin ich dann zu folgendem Ergebnis gekommen. Also wir sagen mal, dass jedes Rezept hat einen Namen. So, das ist mal das Wichtigste in diesem Datensatz. Wenn man jetzt nur eine Liste von Namen hat, dann ist das zwar schon etwas, aber noch nicht wirklich besonders hilfreich. Was man auch bräuchte, wäre eine Kategorie. Kategorie. Ich habe es auf Englisch implementiert, aber jetzt schreibe ich es auf Deutsch. So, ein bisschen UML. Jetzt hat jeder Name eine Kategorie und die Kategorie hat eine Liste von Namen. Und den nächsten Schritt, aber nicht mehr weiter zu gehen, wäre dann auch noch vielleicht die Zutaten, aber nicht alle, sondern nur ein, zwei wichtige, abzuspeichern. So, damit man dann zum Beispiel, wenn man Kokosnuss daheim hat, schauen kann, was mache ich jetzt mit dieser Kokosnuss. Oder Curry, ich will gerne was mit Curry essen. So, ich wollte es gern möglichst einfach und ich wollte das Ergebnis gerne auch offline haben. Und das Einfachste, was mir eingefallen ist, war, diese ganzen Daten in eine CSV-Datei reinzuschreiben. Beziehungsweise, wenn man ein Tabellenkalkulationsprogramm hat, kann man auch die CSV-Datei dann laden und dann hat man in jeder Zeile von dieser Tabelle eine Kategorie, einen Namen und eine Liste von Zutaten, wenn man gerne will. Und so ist das Eingeben von diesen Rezepten im Prinzip das Ausfüllen von einer Zeile mit so vielen Zutaten, wie man gerne will. Jetzt hilft einem das CSV für die Benutzung noch nicht sehr viel. Am Ende hätten wir gerne ein Papier, damit man dann in der Mappe, wo die Rezepte drinnen sind, auf diesem Papier sehen kann, was gibt es für Kategorien und welche Rezepte sind da drinnen und welche Zutaten kann ich mir aussuchen. Und diese Prozesskette dazwischen, da habe ich eine Lösung dafür gefunden, die meiner Meinung nach schon relativ einfach ist. Und die funktioniert so. Ich habe mir wieder mal Make angeschaut. Und mit Make kann man sehr gut auf solchen verschiedenen textbasierten Dateien arbeiten. Und dann gibt es ja schöne Command-Line-Tools, die in jedem Linux dabei sind, zum Beispiel AWK oder Set oder Sort. Das waren, glaube ich, die wichtigsten. Und die habe ich dann benutzt, um diese CSV-Datei einfach durchzugehen, umzukrempeln und dann einen Index 1 und einen Index 2 zu machen. Über das Format sprechen wir gleich. Und der weitere Schritt passiert dann in meiner Lösung mit LaTeX. Und hier war es einfach nur nötig, ein einfaches LaTeX-Template zu haben, das die Seitenformatierungen und Eigenschaften hat, eine kleine Überschrift mit dem Datum, wo das Dokument erzeugt worden ist, zum Beispiel. Und jetzt kommen wieder diese Index 1 und Index 2 ins Spiel, also einmal Index per Kategorie und einmal per Zutat. Die werden jetzt einfach in dieses LaTeX-Template eingebettet und werden dann gemeinsam gerendert. Also man startet den LaTeX-Prozessor an, der rattert dann durch, dann kriegt man ein PDF und das druckt man aus und dann hat man es auf Papier. Und um die Sachen zu organisieren, nimmt man eine Mappe, die von A bis Z organisiert ist und dann hat man die Fächer, wo man die Rezepte dann finden kann. Und wenn sich was ändert, ändert man das CSV, startet das Make, startet das LaTeX, das auch vom Make mitgestartet wird, man hat ein neues PDF, man druckt es aus, fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Bitte? Okay, passt. Ja, so, okay. Ja. Gut, mein Name ist Thomas und ich rede über PyGround. Was ist PyGround? Es ist ein Befehlszeilenprogramm, das in Quellcode die Anzahl der Quellcodezeilen zählt. Also nicht nur die Anzahl der Zeilen, sondern es ignoriert dabei Kommentare und leere Zeilen und zählt nur jene Zeilen, wo wirklich etwas passiert. Das Ganze ist ein Python-Programm von Pypy verfügbar, kann mit Pip installiert werden, wie gewohnt mit jedem anderen Python-Programm. Schaut vom Konsole-Output her so aus, also man sieht hier die einzelnen Quellcodes und wie viele Source Lines of Code das entsprechend drinnen waren. Dieser Output ist kompatibel mit SlogCount, das ist ein sehr populäres Programm, das das auch kann. Kann man relativ einfach in Jenkins zum Beispiel integrieren und die bestehenden SlogCount-Plugins und derlei Dinge einfach verwenden, auch mit PyGround. Die Frage ist, warum macht man sowas überhaupt? Weil es gibt ja diverse Werkzeuge, die das können. SlogCount ist ein bekanntes, Clock ist ein bekanntes. Aber bei denen zeigt sich, die unterstützen alle nur einige wenige Sprachen, meistens das, was Mainstream ist. Wenn man eine andere hat, gibt es teilweise Plugins, Interfaces, die sind aber alle relativ mühsam. Und was ist jetzt, wenn man eine dieser Sprachen hat, die da nicht unterstützt werden? Und genau da kommt jetzt PyGround ins Spiel. PyGround steht nämlich für Pigments und Count. Was ist Pigments? Pigments ist eine Sammlung von Lexern für derzeit ca. 300 Programmiersprachen. Es sind auch diverse Markup-Sprachen und Domain-Specific Languages dabei. Und wenn so ein Lexer unterscheiden kann zwischen einem Kommentar und allem anderen, dann kann PyGround den verwenden, um die entsprechende Programmiersprache zu bewerten. Zum Beispiel, das ist jetzt Pigments Beispiel, Hello World in Brainfuck. Ist schön bunt, man sieht, da sind Kommentare, da sind Codezeilen, kann man in Pigments integrieren. Anderes Beispiel, Hello World in Whitespace. Pigments kann unterscheiden zwischen Kommentaren und Quellcode Whitespace. Oder hier, EasyDrift Plus, eine Mainframe-Programmiersprache. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie Ogg, aber eben aus den 60er Jahren. Noch unleserlicher wie Ogg, aber nach wie vor im Einsatz, wenn man bei einer Bank unterwegs ist. Was ist, wenn es noch obskurer wird? Ja, dann braucht man nur einen einfachen Pigment-Lexer schreiben. Da braucht man nicht einmal einen vollständigen Schreiben, der alles unterstützt, sondern eigentlich nur zwischen Kommentaren unterscheiden kann und vielleicht noch ein bisschen String-Escaping macht. Aber die ganzen Schlüsselwörter und so weiter, das braucht PyGround ja nicht, weil es will ja nur wissen, ist es Quellcode oder Kommentar. Beispiel, Webfokus. Was ist Webfokus? Auch populär am Mainframe. Und es ist sogar so obskur, dass nicht einmal die Wikipedia ein Beispiel dafür hat. Also ihr könnt jetzt stolz sein, ihr seht da ein Beispiel für einen Webfokus-Quellcode. Das findet man gar nicht so leicht heutzutage. Nichtsdestotrotz kann man mit Webfokus auch Enterprise Machine Learning machen, gemeinsam mit Python. Habt ihr auch nicht gewusst, gell? Was man alles lernt heute. Wie schaut so ein Lexer dann aus? Also das ist ein Beispiel. Ganz normaler Pigments-Lexer. Ich sage ihm, das Ding heißt Webfokus. Es gibt zwei verschiedene Zustände, Kommentare und den Rest, reguläre Ausdrücke, puff, kann ich einbinden, PyGround kann Webfokus zählen. Was ist das Traurige dabei? Ja, ich arbeite leider nicht mehr mit Mainframes, daher ist es nicht mehr wirklich maintained. Das Ganze gibt es auf GitHub und es könnte, denke ich, für jemanden, der noch nie was committed hat, es gibt ein paar so Feature-Requests, kleinere, es gibt ein paar Bug-Reports, also falls jemand beim Open-Source-Projekt einmal mitmachen möchte, das gerade mal aus ein paar hundert Zeilen Quellcode besteht und auch wirklich überschaubar ist und seinen ersten Commit des Lebens machen möchte, PyGround ist da. Man braucht nicht viel Wissen, also wenn man weiß, wie in Python Strings, Dateien, reguläre Ausdrücke funktionieren, hat man eigentlich alle Voraussetzungen, da mitzuarbeiten. Wenn sich jemand interessiert, ich stehe zur Verfügung, redet mich einfach drauf an. Danke. Okay, also ich glaube, die offizielle Zeit ist um inzwischen. Gell? Das heißt, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitmachen und wir sehen uns dann spätestens nächstes Jahr.